Hoi, herzlich willkommen zum neuen Video. Sommer, Sonne, Sonnenschein, 36 Grad seit Tagen. Was macht es mit den Bienen? Wo ist da die Herausforderung auch mit der Ameisensäurebehandlung? Darum soll es jetzt ein bisschen gehen. Vorab nochmal vielen Dank für eure Erfahrungsberichte und Kommentare im letzten Video mit den Königinnenverlusten. Und auch das ein oder andere Hilfeangebot. Hat mich sehr gefreut. Ja, und ja, hat mich wirklich gefreut. Aber jetzt lasst uns mal über die Wärme, die Hitze, das Wasser, die Ameisensäure bei den Bienen reden. Ja, das Thema Ameisensäure. Ich will ja von der Ameisensäure im Prinzip weg. Oder es ist ja so ein bisschen der Notnagel. Oder Notnagel kann man nicht sagen. So das Mittel 1b bei mir praktisch, ne? Zur Varroa-Bekämpfung. Und ich komme an manchen Bienenständen einfach nicht drum rum. Und wissen wir ja auch, Ameisensäure verdunstet im Bienenvolk, ist natürlich temperaturabhängig. Und da mache ich jetzt gerade Folgendes, weil wir auf 38 Grad zu steuern. Heute Mittag mache ich die Ameisensäurebehandlung, unterbreche ich. Ich habe ja diesen Nassenhalter Professional, baue ich einfach auseinander, Schrauben zu, lassen im Bienenvolk liegen und dann kann ich den heute Abend wieder zusammenbauen, über Nacht weiter verdunsten und wenn es morgen wieder so heiß wird, Mai, dann muss ich halt nochmal den auseinanderbauen. Klar, das kann man eigentlich nur machen, wenn die Bienen in der Nähe sind. Ansonsten muss man einfach jetzt wirklich sagen, diese Behandlung musst du hier abbrechen. Ne? Bei der Gelegenheit lasse ich einfach kurz 2-3 Minuten die Decke laufen. Das ist eben, weil ich schon relativ spät drin bin, ist relativ warm, dass wenn ich da jetzt beim Zusammenbau was ein bisschen vertropft habe, dass das noch abdunsten kann. Muss man natürlich aufpassen, dass es zu keiner Räuberei kommt, also man soll es nicht zu lang offen lassen. Ja, und dass es eben keine Bienenschäden gibt, unterbreche ich jetzt diese Behandlung. Und ja, das wollte ich einfach nur von hier aus gerade sagen, wenn man schwitzt vom Rumstehen. Also, ja, von dieser Stelle mal genug, ne? Aus der Hitze in Süddeutschland. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Tage diese 36 plus Grad. Ziemlich heiß, ziemlich trocken. Also es ist schon brutal auch für die Umwelt, was da wieder passiert. Ne? Schon lange kein Regen mehr. Die Swimmingpools im Garten nehmen von Tag zu Tag zu. Ja, es ist schon schwierig. Ne? Schwierig vor allem deshalb, weil wir ja die Bienenvölker behandeln müssen. Eines der Standardkonzepte bisher war ja immer dieses Thema Ameisensäure. Ameisensäure bei 37 Grad. Wenn die Bienenvölker dann auch in der Sonne steht, das kannst du sowas von vergessen. Auch mit dem Nassenhalter. Also das ist für mich wirklich nicht zu empfehlen. Da kommst du Richtung Brutschäden, da kannst du die Dochte tauschen und machen, wie du willst. Das kriegst du nicht, also ich krieg's nicht geregelt. Da kannst du froh sein, wenn die Bienenvölker den ganzen Tag im Schatten stehen. Aber ja, wo tun sie es? Da kannst du es vielleicht riskieren. Ich habe das Problem bei den Bienenvölkern, die aus dem Wald kamen. Ich bin ja, wie gesagt, habe ja schon öfters gesagt, ich will ja von dieser Ameisensäure prinzipiell weg. Habe ja bei vielen Völkern wieder Brutentnahme gemacht. Aber schafft es natürlich logischerweise nicht bei allen. Da habe ich jetzt ein paar Bienenvölker aus dem Wald noch geholt Anfang August oder Ende Juli, die ja eigentlich mit der Ameisensäurebehandlung fällig waren. Dann hatten wir so 4 Tage Regen, kalt. Da habe ich es gemacht. Da habe ich dann, das weiß ich noch, das war Samstagabend, angefangen, die Verlunste einzustellen und Sonntagmorgen weiter. Und dann hatten wir bis einschließlich Donnerstag, glaube ich, kühl. Und danach hatten wir diese 37, 36 Grad. Da bin ich dann hergegangen und habe die zugemacht. Also bin hingegangen, habe die auseinandergebaut, habe die in den Bienenvölkern liegen lassen, in der Hoffnung, dass es wieder kühler wird, dass man die Behandlung weitermachen kann, weil bei diesen Temperaturen, ja, wie gesagt, das hat da keinen Sinn.
jetzt baue ich sie ab, ne, weil sie bringen jetzt nochmal praktisch 2 Wochen nochmal diese Hitze. Da kannst du es mit der Ameisensäurebehandlung vergessen, ne, da braucht man eine andere Lösung. Ich bin jetzt vom Befallsdruck zum Glück nicht so stark, dass ich da wirklich in die Bredouille komme. Wie gesagt, ich hatte diese 4 Tage Behandlungszeit genutzt. Und Moment bitte. Ja, mal wieder das leidige Thema. Ich hätte da ein Wespennest. Nein, Wespennester mache ich nicht, bin ich nicht zuständig, kenne ich mich nicht aus. Interessiert mich ja nicht. Egal, zurück zum Thema. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe diesen Befallsdruck zum Glück auch so, dass ich jetzt mit diesen 4 Tagen wahrscheinlich gerade so mal durchkomme bis in den September. Sonst hast du halt, glaube ich, echt ein Problem. Ne? Dann kannst du vielleicht noch die Brut entnehmen, die vernichten. Ich meine, das geht ja prinzipiell dann immer. Es ist halt dann nicht so schön. Also Brut vernichten, ja gut, aber mein... Wenn es die letzte Lösung ist, dann muss das halt so machen. Um das Bienenvolk zu retten. Ja, wie gesagt, also ich bin da jetzt zum Glück, also muss man echt sagen, zum Glück mit diesen 4 Tagen, dass ich mich da, das weiß ich noch, das war so ein relativ anstrengendes Wochenende, dass ich da abends noch los bin. Und dass ich halt auch diese Schlagkraft habe, ne, dass ich halt diese Nassenheit auf Verdunstoff im Prinzip da liegen habe. Die waren schon aufgefüllt, weil es ist ja in den letzten Jahren immer so, dass das eigentlich ein bisschen zunimmt, diese Problematik. Jetzt kommt der nächste, hoffentlich nicht schon wieder Wespen. Ja. Gut. Wie gesagt, letztendlich gut. Jetzt füttere ich sie, oder jetzt habe ich sie gefüttert einmal. Ich mache das ja immer so im Prinzip, so ungefähr 5 Kilo. Jetzt dann irgendwann in 10, 12, 13 Tagen, wie es halt passt, nochmal diese 5 Kilo und dann irgendwann im September den Rest noch. So füttere ich die ja. Und Und die Ameisensäurebehandlung, die haben wir dann jetzt mal vertagt. Da muss man halt dann jetzt im September nochmal gucken. Aber im September ist ja prinzipiell immer kühler. Ne, Bienenvölker. Auch die Jungvölker entwickeln sich super cool. Ich meine, das ist jetzt hier so ein bisschen, die stehen eigentlich den ganzen Tag in der Sonne hier hinter uns. Ne? Funktioniert, sind Jungvölker, haben in der Beute Platz, können gut von der Wabe runterklettern. Das hier sind Brutlinge im Prinzip. Die lagern halt dann vors Flugloch vor. Ne? Das ist ja oft, gut, jetzt haben wir gerade vormittags, ne? Da ist das noch nicht so zu sehen. Das ist ja dann oft dieses Thema, wenn man mit der Imkerei anfängt, wo man dann anruft, hey, was passiert da, wenn die ganze Vorderwand voller Bienen ist? Ja, denen ist halt warm, die gehen auf den Balkon. Letztendlich. Ansonsten fliegen sie schön. Ne? Bei uns in der Region ist es ja auch so, du hast ja das Wasser auch. Auch jetzt wird es weniger, aber wo eine Siedlung ist, eine Regentonne und so ist ja immer da. Da finden sie noch genug. Ansonsten, wenn man viele Völker an einem Platz hat, muss man schon auch ums Wasser gucken. Also 3, 4 Völker, das ist ja nicht das Problem. Aber wenn du jetzt irgendwie so 36, 40 Bienenvölker oder 20 vielleicht auch schon hast, da braucht man dann schon einen Liter, ein paar Liter am Tag. Und der muss halt dann auch verfügbar sein. Ja, das ist, wie gesagt, bei uns in dieser Landschaft eigentlich nicht das Problem. Wobei man auch merkt, das Wasser nimmt ab. Also die jungen Obstbäume, die dieses Jahr gepflanzt sind, die kannst du gießen. Und vor allem, was ich die letzten Jahre beobachte, ist, dass zunehmend auch alte Obstbäume abgehen. Ne? Die werden unheimlich schnell dürr. Wie man das hier oben sieht, ne, die da vorne sieht, ich meine, der hat jetzt auch eine Mistel, aber die werden oben in der Spitze kahl, innerhalb von 1, 2 Jahren und das ist mir davor noch nie so aufgefallen, das nimmt die letzten 2 Jahre extrem zu und vielleicht liegt es ja auch an diesem Wassermangel. Ich meine, die letzten 3 Jahre oder 2 Jahre sind ja jetzt schon sehr, sehr trocken. Ne?
Also nach meinem Empfinden. Jetzt schauen wir noch geschwind hier rein, ne, wie das aussieht. Also ich habe mir im Prinzip sitzen hier die Bienen. Das ist ja ein Schwarm gewesen. Und da habe ich jetzt einfach den Nassenhalter auseinandergebaut vor ein paar Tagen wegen der Hitze und habe das so stehen lassen. Aber wie gesagt, die werden jetzt alle abgeräumt. Ja, so ist es, weil einfach keine kühleren Temperaturen in Sicht sind. Ja, jetzt können wir noch geschwind darüber gehen. Meine Honigräume habe ich jetzt auch ausputzen lassen. Das ist fertig. Die sind jetzt im Prinzip für den Winter eingelagert. Unheimlich früh, aber ja, das hat sich halt dieses Jahr so ergeben. Ja, jetzt steht erstmal die nächsten Tage einfach füttern an. Ein paar Königinnen habe ich schon ausgetauscht. Und ja, Honig habe ich unheimlich viel abgefüllt. Schon, also eigentlich bin ich dieses Jahr ganz gut im Zeitraum. Jetzt hier, das ist das, was ich meine, wenn die einfach vorlagern und wo mich mancher Jungimker schon angesprochen hat, angeschrieben hat, was ist da los, denen ist eigentlich warm. Ne? Hier bei diesem Jungvolk, die bringen unheimlich viel Pollen. Das ist auch ein Thema, ne? Bei Jungvölkern muss ich sagen, mache ich sehr, sehr gute Erfahrungen, wenn diese Feldbegrünung da sind, mit Phacelia, Sonnenblume und was da alles dran ist, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die Jungvölker oder auch die Altvölker, dass das richtig was ausmacht, wenn solche Felder in der Nähe sind. Ne? Weil diese Pollenversorgung, glaube ich, arg oft unterschätzt wird. Ne? Pollenversorgung jetzt und die Pollenversorgung im Frühjahr, unheimlich wichtig für Top-Bienenvölker. Ja, zwei Zandervölker. Hat einfach damit zu tun, dass jetzt dieses Jahr wir ein paar Bienenvölker auf Zander eingewintert. Nicht, weil ich das Maß so geil finde, sondern weil ich einfach die Zargen hatte und super Bienenvölker und mit der Brutentnahme. Da hat sich das einfach angeboten, da ein bisschen was zu machen, die Kisten auch noch voll zu machen. Und ja, jetzt sind sie halt da, ne? Letztendlich. Ja, was man damit nächstes Jahr macht, das sehen wir dann. Ob wir die in die Honigproduktion nehmen, ob wir die zur Vermehrung nehmen. Das wird sich alles dann zeigen. Jetzt wird es ja zum Glück ein bisschen ruhiger. Und ja, das habe ich relativ viel erzählt für ein Video, glaube ich. Ne? So arg, ja, aber so ist. Gut, das soll es dann auch mal gewesen sein an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt und so, schreibt es in die Kommentare. Zwetschgen sind reif, Äpfel sind bald reif, Mirabellen sind reif. Ja, kann man da was holen und essen. Gut, also wie gesagt, Kommentare, eure Fragen und sonstiges auch. Ja, also bis dann, macht's gut.